Herzlich willkommen zurück, liebe Burgbewohner und Zuschauer hier zu Hearts of Iron 4 mit Japan bei eurem Tastenhauer. Es geht natürlich wieder weiter hier in unserer aktuellen Mini-Aufnahmestaffel und wir haben einiges zu tun. Wir haben gerade Shanghai problemlos ohne Widerstand erobern können durch unsere Marinesoldaten, die jetzt hier direkt in Richtung Suzhou weitermarschieren, damit wir dort dann auch entsprechend ein paar Bomber oder Flugzeuge da dort stationieren können, denn dort, diese Provinz hat auch einen Flughafen und wir wollen natürlich uns auf dem Weg in Richtung Nanjing und Guangzhou machen, dass wir hier die nächsten Städte direkt erobern, solange kein Widerstand sich regt. Wir schicken bereits, bei der letzten Folge habt ihr es schon gesehen, eine gemischte Einheitenbrigade, bestehend aus Panzer und Infanterie, nach Shanghai, um hier diesen Vorstoß natürlich auch zu unterstützen. Und ich habe das jetzt so mir überlegt, dass ich jede Woche eine neue Division hier runter Richtung Shanghai schicke, um so ein bisschen auch die historische Eskalation in dieser Gemengelage abzubilden, obwohl ich ja sagen muss, dass das Ganze jetzt hier keinen wirklichen Nachspielcharakter haben soll der realen Geschichte, denn es ist jetzt ja hier schon eine große Abweichung zu erkennen, ne? Shanghai wurde eben nicht als Städtekampf verteidigt hier im Spiel, China hatte hier keine stationierten Truppen aufgestellt bei uns im Spiel, das ist natürlich historisch alles ganz anders gewesen, deswegen werde ich versuchen, das so ein bisschen nachzuvollziehen, aber werde es nicht immer und nicht zu 100% machen. Ich werde mich also nicht die ganze Zeit selber quasi mir gameplay-technisch die ganze Zeit ins Bein schießen. Das tue ich hin und wieder mal, sage ich jetzt mal so ganz flapsig. Man könnte zum Beispiel überlegen, sind denn wirklich hier alle 5 Träger hier im Einsatz im Ostchinesischen Meer? Sind die überhaupt alle einsatzbereit zu dem Zeitpunkt? Müsste man 1, 2 Träger nicht eigentlich irgendwo anders stationieren wie historisch? Aber ganz ehrlich, ein bisschen müssen wir natürlich auch noch dieses Spiel wirklich spielen. Und dazu ist es schon notwendig, dass wir hier die Truppen, die uns hier im Spiel zur Verfügung stehen, auch möglichst gut nutzen. Deswegen ja auch hier zum Beispiel der Plan mit der Einkesselung von Peking und Tianjin. Ja, ich glaube, das ist aber erstmal alles, was ich dazu sagen wollte für die heutige Folge. Wir werden jetzt also wieder ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir haben übrigens hier noch unsere Division in Hiroshima stehen. Ich denke, das wäre doch eine gute erste Division, die wir hier auch in den Süden hier schicken könnten am 5. August. Die lassen wir gerade mal nach Nagasaki ausschiffen. Das ist ja auch recht ungefährlich hier. Man könnte jetzt auch argumentieren, hier irgendwie Begleitschutz zu brauchen für die Panzereinheit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das am besten lösen können, wenn die hier als Transportschiff unterwegs sind. Da müsste man vermutlich irgendwie auch... Ja, wir haben ja hier schon eine Patrouilleneinheit. Hier über die 3. Flotte. Da müsste man dann möglicherweise versuchen, hier die als Mini-Schlachtflotte hier mit der Izumo als Begleitschutz irgendwie aufzustellen. Ich weiß gar nicht, ob das so möglich ist. Gleitschutz? Also hier steht Konvois zu eskortieren. Ich bin mir nicht sicher, ob mit Konvois auch diese Truppentransporte gemeint sind. Wenn das jemand von euch weiß, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Weil ich glaube nämlich, dass da genau das wiederum nicht abgedeckt wird. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, jetzt irgendwo hier Schiffe einfach ins Meer zu platzieren. Es ist ja sowieso so, dass wir erstmal Schiffe entdecken müssen vom Feind, bevor wir überhaupt hier angreifen könnten. Also von daher, ich lasse sie jetzt einfach mal ungeschützt hier rein fahren. Wir könnten natürlich so lange noch irgendwie hier die Schiffe hier oben stehen lassen, dass die hier eingreifen können. Allerdings, ja, auch das macht irgendwie... Finde ich doch nur begrenzt Sinn, oder? Ich meine, wir könnten sie... Ach so, die fahren jetzt so oder so zurück. Okay, das lässt sich auch nicht mehr abbrechen. Okay, na dann ist das eben so. Ich meine, was wir machen könnten, wir könnten natürlich bei der 2. Flotte, die hier auch stationiert ist, könnten wir einmal die Patrouille hier erneuern im Gelben Meer und dann hier eine Truppe als Angriffs
Trupp schon mal benennen. Dann haben wir zumindest gewährleistet, falls irgendwas entdeckt wird, dass wir dann auch wirklich hier die Einheit hier in dieser Provinz schützen können. Hier unten müssten wir das dann auch noch machen, im Ostchinesischen Meer. Wie gesagt, da würden wir dann hier entsprechend hier Daisan Kantai mit dem schweren Kreuzer, dem Schiff zur Küstenverteidigung Izumo, abstellen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu stark auf den Treibstoff. Ich befürchte ja, aber für solche Situationen, während das passiert, dass wir hier unsere Divisionen per Schiff verschiffen und der Gegner immer noch ein paar Schiffe hat, finde ich das aber auch irgendwie angemessen als Schutz. Deswegen werden wir das mal genau so machen. So, die fahren nämlich zurück. Die verbrauchen hier mit dem meisten Sprit aktuell, weil die natürlich die ganzen Schlachtschiffe hier drin haben. Guckt mal hier, 4 frühe Schlachtschiffe sind hier drin. Ne, 5 sogar. Also das ist wirklich viel. So, wir machen nochmal einen Hafen oder haben einen Hafenangriff nochmal gemacht mit den Marinebombern unserer Trägergruppen. Ja, die Hingrui, das Schiff zur Küstenverteidigung, ist damit nochmal um 7,5% auf 55% beschädigt worden. Also dieses Schiff wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr auslaufen, das sich hier in Hangzhou befindet. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. So, und im Norden wird natürlich weiter gekämpft. Das wird natürlich noch andauern. Ihr seht schon hier, in dieser Provinz machen wir hier wirklich sehr gute Fortschritte. So, dann eine weitere Sache. Ich habe gesehen, wir haben ja noch einige Flugzeuge in der Reserve verfügbar. Und ich würde durchaus vorschlagen, dass wir ein paar davon hier schon einmal aktivieren. Allerdings haben wir natürlich keinen Flugplatz für zum Beispiel Jäger, die jetzt hier angreifen könnten. Deswegen werden wir das mal so machen, dass wir die hier hinten im Flughafen, hier in dem zentralen Eiland von Japan oder in diesem südwestlichen Eiland, ich habe gerade, Kyushu, dass wir dort schon mal hier die Trägerjäger aktivieren, die wir hier übrig haben. Meinetwegen reicht dann wieder eine 60er-Gruppe. 62er ist auch egal, das wäre auch in Ordnung. Dann können die schon mal aus der Reserve hervorgeholt werden. Die werden wir dann später einfach in den Flughafen von Suzhou hier stellen, also transferieren und dann hier Jägerbekämpfung mit denen auch machen, damit wir hier eine Überlegenheit bekommen. Warum jetzt die Trägermodelle? Ganz einfach, ich möchte natürlich auch irgendwie abbilden, dass die Marine, die ja hier für Ostchina zuständig ist und in Nordchina die Armeefliegerei zuständig ist, dass wir dann auch Marinefliegermodelle hier einsetzen, auch auf dem Land. Das ist nicht unhistorisch, das wurde also auch mit verschiedenen Flugzeugmodellen auch gemacht in verschiedenen Staffeln. Die hat man dann teilweise auch an Land in Japan bzw. hier in den besetzten Gebieten eingesetzt, obwohl es natürlich auch Flugzeuge waren, die man auf Trägern verwenden konnte. Wobei das, glaube ich, größtenteils eigentlich auf die mittleren Bomber hier, auf diese G3M Rico-Bomber derzeit zutrifft. Die wurden natürlich von weit entfernt, von irgendwelchen Inseln zum Beispiel, dann in diese Gebiete geschickt, weil sie eine riesen Reichweite besitzen. Das sieht man ja hier auch schon. Die können fast ganz Ostchina abdecken oder zumindest einen großen Teil. Deswegen können wir die auch aus Taiwan starten lassen. Dann haben wir hier natürlich noch 90 Jäger, die allerdings keine Marinejäger sind. Die müsste ich eigentlich auch dann mal anderweitig stationieren in Nordchina. Geht aber nicht, weil wir keine Reichweite haben. Wir müssten die also auch schon mal, ja, wir könnten die schon mal nah bei stationieren. Wir haben ja leider keinen anderen Flughafen, der da hinkommt. Stationieren wir die hier oben mal und ja, teilen das wirklich auf. Diese Marinefliegerei und die Landfliegerei, die sollen hier nicht durcheinander gezogen werden. Und dann ist es, denke ich mal, auch eine sehr sinnvolle Geschichte. So, ja, Treibstoff ist riesig im Verbrauch. Was haben wir da derzeit? Marine 2,6K. Aber wie gesagt, das dauert noch, solange wir hier die... Ah, okay, guck mal hier. Wir haben den Feind geortet und haben eine grobe Schätzung, wie stark seine Truppen sind. Und zwar 7 bis 13 Schiffe. Es könnten so zwischen 0 und 2 Großschiffe dabei sein. Kapital heißt einfach Großschiffe. Und wir haben 28 Schiffe, aber keine Kapitalschiffe, keine Großschiffe dabei. Und die sind gerade dabei, den Gegner hier zu orten, haben 23% geortet. Ich bin mir nicht sicher, wie das spielmechanisch funktioniert, müsste ich mal nachschauen. Ich glaube, erst wenn man 100% geortet hat, dann kann man die auch mit dem Angriffstrupp angreifen. Das wird also vermutlich hier nicht passieren.
weil der Gegner sich erfahrungsgemäß sehr gerne dann wieder zurückzieht, denn er weiß ja, was ihm blüht. Na, aber ihr seht schon hier, das sind wirklich tägliche Änderungen, 58,5%. Schauen wir mal, vielleicht funktioniert das sogar. Und das ist auch wichtig, weil hier unsere Division natürlich gerade sehr verwundbar ist, wenn sie hier einverschifft wird nach Shanghai. So, hier bei den Kämpfen, da tut sich ja erstmal noch nichts Großartiges. Wir erleiden natürlich ordentlich Verluste hier in diesen beiden Kämpfen und bei dem Kampf um Peking, aber das ist halt eingerechnet sozusagen. So, wieder wurden die Jingrui getroffen durch 19 unserer Flieger, haben etwas Schaden gemacht. Die wird natürlich währenddessen auch ein bisschen repariert, aber gut. Okay, 60%. Sollten wir doch tatsächlich in der Lage sein, die hier aufzuklären? Das wäre natürlich richtig gut. Das wäre natürlich richtig, richtig gut. Und vielleicht sollten wir uns wirklich überlegen... Wartet mal, die Hosho hat nur 15 Flugzeuge. Die Akagi hat 60. Ich gucke mal gerade nach den älteren Trägern und die Kaga auch. Und die anderen haben... Ah, die Ryujo hat 40, ist zwar moderner. Und der hat auch 60. Wisst ihr, was ich glaube, liebe Leute? Ich glaube, ich baue doch nochmal was um bei den Trägern und lasse die Ryujo mit ihren 40 Flugzeugen und die Hosho mit ihren 15 Flugzeugen einmal hier in die erste Flotte übertragen. So. Und dann werden wir mit dieser Flotte... Achso, die jetzt aber erstmal wahrscheinlich zurückfahren muss. Oder? Hält Stellung? Nee. Die fahren bitte hier in den Hafen von Dalian mit rein. Und dann werden wir die, wenn die dort angekommen sind, hier auch... wartet mal, ich muss die hier mal gerade rausnehmen aus der ostchinesischen See. Das ist... Zielpunkt bewegen will ich nicht. Okay, ich kann die da gerade nicht rausnehmen, glaube ich. So, die bleiben ja hier, das ist klar. Genau, dann haben wir natürlich weniger Flugzeuge hier, aber das kriegen wir ja bald durch unser Flugzeug, durch unseren Flugplatz, den wir hier erobern, ersetzt. Und dann können wir nämlich hier, das ist nämlich mein Plan, im Norden hier noch einen besseren Beitrag zur Luftaufklärung hier in der gelben See beitragen, wenn wir hier dann entsprechend die Flugzeuge im Einsatz haben im Gelben Meer. Das macht tatsächlich Sinn. Ach so, was ich auch noch machen will, diese Linie ziehe ich hier weg. Die wollen wir ja nicht benutzen, weil dann macht die KI wieder irgendwelche Stationierungsaufgabenbefehle. Das wollen wir natürlich nicht. Das lassen wir raus. Und die stehen jetzt hier direkt vor Suzhou. Also das scheint gut zu funktionieren. Danach können wir sie weiterschicken. Hier oben diese gut verlaufende Schlacht, die ist auch sehr gut. Der Gegner hat hohe Verluste schon erlitten. Und die Organisation nimmt auch sehr stark ab. Okay. So. Ihr seht übrigens hier, wir haben ordentlich Schaden an der gegnerischen Organisation verursacht, trotz unserer mangelnden Überlegenheit mit den Truppen hier bei Peking. Also wir müssen hier schon aufpassen, dass wir nicht zu stark werden und im Laufe der Zeit vielleicht auch mal die ein oder andere Division vom Angriff abziehen, damit wir nicht zu schnell quasi hier den Gegner besiegen, denn die Mechanik funktioniert ja so, dass die Gegner, wenn sie besiegt sind, dann noch in die anderen selbstgehaltenen Provinzen sich zurückziehen dürfen. Und das gilt aber nur, solange es noch Provinzen im umliegenden Land gibt. Wenn wir die beiden aber erobert haben, dann können sie sich nicht mehr zurückziehen und werden quasi, ja, begeben sich in Kriegsgefangenschaft. Sowas ähnliches wie die, weiß ich nicht, Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad oder so. Dann gibt es natürlich keine Rückzugsmöglichkeit mehr, wenn man eingekesselt ist. Und dann können wir hier auch große Teile der Armee ohne allzu große Verluste dann entsprechend schon besiegen. An den Statistiken hat sich hier nichts geändert. In Ordnung. So, die Armee, die Division ist jetzt auch unterwegs nach Nagasaki, damit sie dann entsprechend ab dem 5. August hier weiter verstärken kann. So, hier ist jetzt nämlich auch eine Feindflotte, siehste? Genau das ist nämlich hier ein Teilproblem und die haben wir jetzt nicht komplett aufgeklärt. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Es scheinen leichte Kreuzer und Zerstörer zu sein. Und die Division ist jetzt hier auf dem Weg. Das ist wirklich nicht schön.
Aber mehr wie aufklären können wir doch hier jetzt eigentlich auch nicht machen, ne? Ach so, das ist nochmal eine andere Truppe, die jetzt hier unterwegs ist. Also der Gegner versucht hier wirklich alles, was ihm irgendwie möglich ist. Und die sind jetzt auch schon auf dem Weg hier und sind sehr weit vorangeschritten. Okay, vielleicht bekommen die auch diese hier aufgeklärt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das spielmechanisch so funktioniert, dass die ohne Aufgabe das auch machen können oder ob das dann einfach ignoriert wird, deren Präsenz, ne? So, wir haben hier 89%, das sieht doch gut aus. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier mit ihm funktioniert. 94%, ja, und jetzt sind sie weg. Sie haben sich zurückgezogen, vermutlich. Ja, genau, sie haben sich nämlich nach Hangzhou einschiffen lassen, wie es aussieht. Das müssen die hier sein. Ja, dann ist die Gefahr nicht mehr ganz so groß hier für unsere Division, die sich hier befindet, auf dem Weg befindet nach Shanghai, denn wir haben natürlich auch hier Patrouillen am Laufen. Also Guangzhou gehört zwar noch zum Gelben Meer, aber beides ist abgedeckt hier derzeit. Okay, und der Marineverbrauch ist auch untergegangen, das ist auch sehr schön. Wunderbar, unsere Hauptflotte hat sich nämlich zurück nach Dalian in den Hafen reinbegeben. Okay. Das sieht doch alles ziemlich gut aus. Hoffen wir mal, dass die jetzt hier nicht irgendwie noch angegriffen werden im letzten Moment. Das wäre ja richtig doof. So. Ach so, wir könnten natürlich hier auch schon mal, weil wir ja keine Träger haben, die Flugzeuge brauchen, können wir natürlich die Luftnahunterstützer der Marine hier auch, die D1A2, ebenfalls hier schon mal mit einer, ich weiß nicht, auch hier 60 Flugzeuge oder so auch schon mal aufstellen, dass die sich hier verstärken. Das geht ja ruckzuck. So, dann haben wir hier nochmal einen Angriff. Das ist natürlich jetzt lohnenswert. 2 Zerstörer und 7 leichte Kreuzer sind hier. Na, wobei, das eine ist ein Schiff zur Küstenverteidigung. Sind das nicht schwere Kreuzer? Wie dem auch sei, die Zaoe wurde um 6,6% beschädigt. Die Yingrui ist immer noch halb kaputt, halb beschädigt sozusagen. Also die hat wirklich schwere Schäden erlitten. Und unsere Marinebomber machen weiterhin sehr, sehr gute Arbeit, während sie die chinesische Flotte, so klein sie auch sein mag, hier wirklich gut stören. So. Ich lasse das jetzt absichtlich so langsam laufen, damit wir wirklich genau gucken können, was hier wann passiert. Und wir sehen schon, aha, jetzt kommt hier eine Armee nämlich Richtung Shanghai gelaufen, während wir hier gerade unsere Truppe hineinstellen. Das sind zweimal Sanjiao Jun. Weiß jetzt nicht, wie groß die sind, aber natürlich verlegen die hier fleißig hin, weil die jetzt richtig Angst bekommen haben. Okay, ja, dann lassen wir erstmal die Panzertruppe hier eintreffen, dass die hier schon mal die abfangen können. Die hier haben auch eine schwache Organisation, aber ich will die jetzt nicht sofort angreifen. Wir warten einfach in Suzhou und können jetzt natürlich auch unsere Flugzeuge hier umgliedern, damit die hier besser hier kämpfen können. Und dann können wir auch schon mal die 62 hier rüber verlegen. Und können denen schon mal sagen, dass sie bitte die Luftüberlegenheit hier fördern. Das kommt aber gleich erst, okay. Und die können wir auch schon mal hier rüber verlegen. Alles klar, da müssten die sich jetzt hier nämlich auf den Weg machen. Ah ne, die sind noch aus der Reserve. Ah ja, okay, die sind gleich erst da. Okay, das hat nur etwas gedauert. Okay, in Bereitschaft, dann können wir sie jetzt dorthin verlegen. Und haben ihnen schon mal die Befehle gegeben, dort sofort tätig zu werden, damit sie dann auch entsprechend den Feind hier, ja, stark beschädigen können. So, die Truppe ist noch unterwegs, sehr schön. Und hier oben 79%, ja, das sollte relativ zügig gehen. Das ist wirklich eine einfache Schlacht. Dies Ding hier, das wird natürlich ein bisschen verlustreich, gerade für unsere Panzer, wobei man natürlich sagen muss, dass erstmal die Panzer nicht durchschlagen werden können von den Feinden. Die Panzerung, aber unsere Infanterieanteile, die wir hier drin haben, die können natürlich sehr wohl Verluste nehmen und das wird der Fall sein. So, fehlende Ausrüstung. Ach so, Luftnahunterstützung trägerfähig. Ja, gut, da haben wir aber auch keine Fabriken für übrig, das ist aktuell leider so. So, Verluste sind immer noch nicht aktualisiert worden.
Ja, und die hier haben jetzt keine zugewiesenen Missionen, aber das wird auch so bleiben, solange wir hier nicht den Flughafen erobert haben. Können wir hier oben im Norden nämlich mit denen erst einmal nichts machen. Wir hätten sogar noch 94 Jäger in Reserve, aber auch die brauche ich derzeit noch nicht zu aktivieren. Das macht noch keinen Sinn, finde ich. Da wir hier nichts mit denen wirklich machen können. So. Wir entdecken wieder irgendeine Einheit des Feindes, eine Marineeinheit. Und unsere Träger sind jetzt hier vor Ort. Die können also direkt auslaufen und dann entsprechend natürlich mit ihren Flugzeugen. Die haben jetzt hier im Übrigen nur Marinebomber und Jäger dabei. Das heißt, es ist auch perfekt hier fürs Gelbe Meer. Das habe ich ja super ausgewählt, ohne es wirklich zu beachten. So, dann lassen wir die hier angreifen in der Provinz. Und das dauert natürlich jetzt wieder eine Weile. Aber immerhin, dann haben wir hier die Aufstellung soweit sinnvoll abgeschlossen. So, die Flugzeuge hier, sind die schon da? Nee, die kommen, glaube ich, noch, oder? Ja, die sind noch auf dem Weg. Wir sehen es hier am Flugzeugsymbol auf halbem Weg. Die kommen gleich erst an. Also, die Aufstellungsphase läuft quasi noch für diese Schlacht da unten, die sich da anbahnt. So, und wir haben auch irgendeine Sache gehabt gerade mit der Marine. Ich weiß gar nicht, was genau da jetzt irgendwie vonstatten gehen soll. Feindliche Flotten geortet. Hier, ah, okay. Aber nicht wenig. Uiuiuiuiui. Ja, das ist eine Menge. Naja, kleine Schiffe überwiegend. Vielleicht sollten wir die Schiffe hier auch nochmal zur Ortung rausschicken, dass das hier schneller geht. Und dann hoffen wir mal, dass unsere magere Flotte mit Zerstörern und einem schweren Kreuzer hier überhaupt in der Lage ist, diesen ganzen anderen Gedöns von China hier Herr zu werden. Moment mal gerade, was ist denn das hier? Da könnten sogar schwere Schiffe bei sein. Aber wir wissen es nicht genau. Na gut. Hier gibt es auch irgendwo so Aggressionseinstellungen hier. Für Angriffsregel bei mittlerem Risiko angreifen. Wo kann man das denn hier einstellen, Mensch? Das müsste ich mal in einem zwischen den... Ah, hier. Da ist es. Immer angreifen. Ich würde sagen, bei niedrigem Risiko. Hier unten wollen wir nicht zu viel riskieren. Hier wiederum haben wir so eine starke Flotte stehen. Also da würde ich sagen, da können wir auch bei hohem Risiko angreifen. Und dann passt das Ganze wiederum. Okay. So. So, das hat auch weiteren Fortschritt hier. Ja, die verlieren jetzt trotzdem Organisation, aber wie gesagt, sehr langsam eben im Vergleich zu der anderen Provinz. Aber das ist ja trotzdem nicht schlecht. So, hier haben wir jetzt die Yingrui beschädigt. Die ist jetzt im Hafen von Ningbo wohl stationiert. Hier unten ist eine Kavallerieeinheit unterwegs. Also jetzt wird es langsam ernst. Die marschieren wohin? Na, kommt schon. Gebt mir die Info. In der nächsten Provinz. Die marschieren aber hier rein. In die Provinz neben Shanghai. Oh, hoffentlich schaffen wir das. Wie schnell sind die denn da? 11,4 km/h in einem Tag und 10 Stunden. Ja, müsste reichen. Das müsste wirklich reichen. Und dann müssen wir eigentlich schon zusehen, dass wir hier... Das sind natürlich kleinere Divisionen als das, was wir hier haben. Allerdings ist unsere Panzerdivision auch ziemlich klein, ne? Und die hier sind, glaube ich, auch so kleine Minitypen. 12, ja. Dann lasst uns doch schon mal... Ich weiß, es ist verfrüht. Ich wollte die erst am 5. August schicken, aber die Situation hat sich natürlich verändert und auch wir müssen uns dem Ganzen anpassen und schicken jetzt hier schon die erste... Nee, Quatsch, das ist die falsche. Die wollte ich nicht dahin schicken. Stopp bitte. Ach so, die sind noch unterwegs. Kann ich die denn zwischendurch auf eine andere Destination schicken? Ja, kann ich. Okay, dann schicken wir sie jetzt auch hier rein. Das wird natürlich auch wieder ein bisschen dauern, aber egal, das muss jetzt sein. Wir brauchen hier unbedingt eine gute Verstärkung, damit wir hier nicht böse überrascht werden.
Das wäre ziemlich peinlich, das Ganze. So, die Yingrui wurde beschädigt. Das hatten wir aber, glaube ich, schon, ne? Oder war das nochmal der Fall? Ich weiß es nicht. So, hier wurde jetzt nichts mehr entdeckt. Also die Schiffe sind wieder alle in die Häfen zurückgekehrt, die Schiffe des Feindes. Das ist natürlich auch interessant. So, jetzt haben wir hier natürlich die Jäger, die Trägergestützten auch. Das heißt, die sind hier dabei, Luftüberlegenheit herzustellen gegen ja doch einen sehr großen Feind. Das wird gar nicht mal leicht werden. Und wisst ihr was, wir sollten vielleicht mit den Marinebombern der Träger hier nicht unbedingt Marineangriff, ich weiß gar nicht. Also einen Hafenangriff, doch, die machen Hafenangriff, weil wir hier Ostchina als Provinz ausgewählt haben, ne? Genau. Aber Marineangriff, kann man denen ein zweites Gebiet zuweisen? Nein, ne? Vielleicht sollten wir eine Trägergruppe für den Hafenangriff bereitstellen. Die zum Beispiel, 27. Und die, ja, und die anderen Trägergruppen, also zum Beispiel die hier, sollten wir dann vielleicht für das Ostchinesische Meer zurückhalten, für Marineangriffe, ne? Das wäre natürlich eine sinnvolle Angelegenheit, denke ich mal. Ja, ich denke, genauso sollten wir das machen. Ich denke schon. So, wo hatte ich jetzt die Marinebomber? Hier noch. Dann lassen wir hier über 30 Bomber oder über 40 hier im Ostchinesischen Meer nämlich angreifen. Allerdings nur mit dem Marineangriff. Die brauchen ja keine Häfen auf dem offenen Meer angreifen, das ist ja Quatsch. Aber zumindest so könnte man das machen. Schon 3 Divisionen. Also sie ziehen hier alles rein, was ihnen möglich ist. Jetzt ist natürlich die Frage, trauen sie sich jetzt überhaupt noch die Guangxi-Clique hier anzugreifen zum Beispiel? Sie haben ja hier ein Marionettenkriegsziel ausgegeben, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass auch die KI jetzt inzwischen verstanden hat, dass die größere Gefahr hier oben lauert und sie das jetzt eben nicht mehr machen. Das wäre für uns schade, aber andererseits auch unabwendbar, denn wir mussten die Gelegenheit hier oben anzugreifen, finde ich, bei unserer eigenen nicht so großen Überlegenheit hier wirklich nutzen. Das konnten wir uns leider nicht entgehen lassen. So, die hatten wir auch schon. Den haben wir das auch befohlen. Was wir natürlich bei den Trägern hier beachten müssen, dass wir natürlich jetzt nicht alle Jäger hier aufs Festland ziehen, sondern dass wir ein paar Jäger auch zum Schutz bereitstellen. Am besten irgendwie alle, oder? Mal, das sind ja nur 17 hier. Und 9. 10. Ah ne, die sind ja schon, das waren die falschen, sorry. 39. Die 17 auch. Ja, wir schützen die jetzt hier auf dem Meer, das ist besser. Und lassen jetzt nur noch die Luftnahunterstützung von den Trägern hier aufs Festland fliegen. Das macht mehr Sinn. Wir haben jetzt ja hier auch noch die 62 Jäger, die jetzt auch ihre Arbeit langsam aufnehmen. Das muss dann an der Stelle wirklich reichen. Aktualisiert wurde das auch noch nicht. Aber das ist jetzt ja auch nicht, wer weiß, wie dramatisch, ne? So, hier sieht es nicht so gut aus für uns. Es ist aber auch klar, weil wir hier schon hart unterlegen sind gegenüber einem erfahreneren General. So, in Ningbo wurde wieder ein Hafenangriff durchgeführt und auch wieder Schaden an der Hairong zum Beispiel angerichtet. Das ist also auch eines dieser Schiffe zur Küstenverteidigung, ein alter Kreuzer. Und damit sollten wir hier eigentlich auch gut zurechtkommen. Der Treibstoff wird jetzt auch nicht mehr so extrem verbraucht. In 1,7 Jahren wäre er allerdings leer. Ja, da müssen wir gucken, dass wir da noch die, ja, die Marine zurückfahren, ne? Frage ist nur wie. Also ein bisschen was müssen wir natürlich hier machen. Ich lasse das erstmal beim Status Quo. Okay, in dieser Provinz sind wir auch sehr erfolgreich, weil hier 2 Einheiten dabei sind, die so gut wie gar keine Organisation mehr haben. Die werden also auch sehr schnell besiegt werden und dann sieht es für die restlichen hier nämlich gar nicht gut aus. Ja, aber es wird ein harter Kampf. Also wenn wir die besiegt haben mit den Einheiten, müssen wir direkt zur Unterstützung auf die andere Provinz gehen. Ich habe es bereits erwähnt. Und das wird hier eine richtig harte Angelegenheit werden. So, und ich will jetzt wissen, wann seid ihr denn endlich da?
Das dauert ja ewig hier. Na gut, das dauert natürlich auch deswegen so lang, weil wir hier entsprechend ja, warten müssen und weil wir hier die langsamste Geschwindigkeit haben. Deswegen dauert das so lange. So, ich schicke jetzt diese Einheiten hier natürlich wieder in die Kwangtung-Armee, aber ich werde sie direkt, glaube ich, hier hinschicken. Ja, das werden wir hier schön machen im Verlegungsbefehl, dass das sehr schnell geht. Denn ich will natürlich jetzt hier schauen, dass wir nach und nach einige Divisionen dann auch abziehen können. Ihr seht ja hier im Süden, China wird versuchen, hier alles reinzuschicken. Und ja, mal gucken. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr abgeschnitten werden. Möglicherweise werden wir hier abgeschnitten werden. Das können wir dann auch schon nicht mehr verhindern, weil wir zu wenig Truppen dafür haben. Also der Marsch auf Nanjing ist erst einmal vertagt, liebe Leute. Das können wir nicht mehr ändern, aber wir haben zumindest Shanghai gesichert. Hier oben ist jetzt auch eine Kavallerie aufgetaucht. In einer ganz schwachen Organisation. Könnte man natürlich angreifen, aber hier über dem Fluss finde ich das nicht sehr sinnvoll. Und hier sind zu viele Einheiten. Man könnte natürlich diese Einheit hier angreifen und hoffen, dass man die schnell besiegt bekommt, um hier den Gegner... Sollen wir das mal probieren? Mitten in der Nacht angreifen? Ich probiere das mal aus. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich einen Zweck hat. Da, 73%. Trotz unserer mangelnden Kriegsmotivation, der Gegner hat halt nur 20 Organisationen und keinen Kommandeur. Das ist natürlich ideal für uns. Dann können wir die nämlich hier schon mal am Weitermarschieren hindern. Und vielleicht kriegen wir die Gegner sogar hier erwischt. Mal schauen. So, da ist nämlich unsere Panzertruppe da. Die muss allerdings erst Organisation hochbringen. Oh, sie wird schon angegriffen. Oh, der Gegner. Oh, das wird natürlich doof. Hm. Ja, daran habe ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, das wird jetzt schwierig. Es wird eine lange Folge heute, sehe ich schon. Aber wir können leider nichts anderes tun, außer warten, bis die hier da sind. Und auch die haben dann keine... Ah, verdammt. Das ist jetzt ärgerlich, weil unsere Panzer haben jetzt kaum Organisation und haben eine unterlegene Gefechtsbreite. Mist. Wir müssen einen Notrückzug machen, das geht nicht anders. Da war der Gegner zu schnell. Wir sind zu langsam hier beim Truppenverlegen, können das aber nicht wirklich beschleunigen. Ich kann natürlich jetzt massiv hier Truppen reinbringen, aber das dauert auch alles zu lange. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass die so schnell ihre Truppen verlegen. Aber gut, das machen sie natürlich genauso wie wir. Die benutzen den strategischen Belegungsbefehl, Verlegungsbefehl und dann geht das richtig schnell. Gut, dann müssen wir hier abbrechen und sofort zurückmarschieren. In der Hoffnung, dass hier keiner in die Ebene marschiert und uns dort festhält. Suzhou wird fallen gelassen. Das heißt aber auch, dass wir unsere Flugzeuge dann mal wieder zurück nach Shanghai jetzt in diesem Fall schicken. Ja, und auch die Flugzeuge hier werden wir dann in Nagasaki dort auf der Provinz stehen lassen. Das ist ganz wichtig, dass die Flugzeuge nicht verloren gehen. Verdammte Axt im Wald, das wird jetzt richtig blöd. Der Gegner hat immerhin keinen Kommandeur, hat Abzüge beim Angriff. Das ist ganz gut. Vielleicht halten wir uns lange genug, dass wir nicht genug Organisation verlieren, bis wir... Ja, aber der Gegner wird hier auch irgendwann angreifen. Eieiei. Wie lange brauchen die denn jetzt hier? Ah, 3 km/h wegen der Infrastruktur. Einen Tag und 16 Stunden am endgültigen Zielort. Halten die fast 2 Tage durch? Hoffen wir es, hoffen wir es. Wie lange sind die denn noch unterwegs? 3 Tage und 16 Stunden. Ja, das ist ja noch ewig hin. Aber dann haben wir die Stellung hier gesichert. Also, die ersten Erfolge waren dann doch keine so großen Erfolge hier. Na gut, so, hier wieder ein Angriff auf den Hafen. Die Haiki wurde beschädigt, sehr schön. So, hier wurden keine Schiffe mehr gesichtet. Aber wir lassen natürlich unsere Marine hier weiter vorgehen. Ah, verdammt, ey, das wird wieder eine ewige Renderzeit für das Video, wenn das so ultra lang ist. Aber ich kann es nicht ändern. Ich will das jetzt hier weiterspielen. Und ich glaube, wir gehen auch mal auf 2. Stufe Geschwindigkeit. 2,2. Also die Organisation hat bisher gehalten. Die Panzer werden auch nicht durchschlagen. Das heißt also, die Stärke nimmt jetzt nicht so stark ab. Hoffe ich zumindest.
Und der Gegner hat hier noch keinen Kommandeur aufgestellt. Ja, bestimmt wird die Kavallerie dann hier Suzhou einnehmen. Aber die Flugzeuge sind bis dahin auch abgehauen und dann... Ja, peinliche Aktion, aber so ist das eben. Wenn der Gegner uns hier ein Schnippchen schlägt, das hätte ich natürlich kommen sehen müssen eigentlich. Das ist mir selber ein bisschen peinlich. Ja, Suzhou wird jetzt gleich erobert, aber ja, der Gegner gibt auf. Aha. Aha, wir erhalten aber schon mehr Organisation. Wisst ihr was? Dann laufen wir hier zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt eher an, ne? Ein Tag. Hoffen wir, dass wir eher da sind als der Gegner. Vielleicht können wir Suzhou sogar noch retten, während der Panzer, die Panzerdivision, also diese gemischte Division, die gemischte Brigade sich hier schützen kann und hier die Verstärkung eintrifft. Dann schauen wir mal. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Das will ich jetzt unbedingt noch wissen. So, hier gab es nochmal einen Angriff auf die Yinghui. Auf den Kreuzer, der bei 41% nur noch ist. Also der ist wirklich stark beschädigt. Der wird wohl kaum auslaufen können. Im derzeitigen Zustand. Hier gibt es auch noch nichts Neues zu vermelden. Doch, es gibt einen Angriff auf den Hafen nochmal. Die Haichu wurde ein bisschen getroffen. Okay, so. Wie sieht es hier oben aus? 85%. Ja, der Gegner ist bald down. Der verliert jetzt auch schon ordentlich Stärke. Und auch hier sieht es jetzt richtig gut aus. Also hier können wir den Gegner sehr gut aufhalten und damit Peking langsam aber sicher einkreisen. Da läuft es dann ganz gut. So. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind rechtzeitig reingekommen. Sehr gut. Oh, das war wichtig. Wir haben jetzt hier volle Organisation, zumindest beinahe. Und der Gegner wird hier nichts machen können. Das wird er abbrechen müssen, denke ich mal. Oder er wird sich hier total aufreiben. So, China hat Xibei Sanma als unseren Feind gerufen. Das ist deren Marionettenstaat hier im Westen. Das heißt, sie werden jetzt auch hier noch weitere Verstärkungen bekommen. Okay. Und unsere Infanterie ist auf dem Weg. Sehr schön. Wisst ihr, was wir dann machen, liebe Leute? Wir schicken hier keine volle Infanteriedivision als nächstes rein, sondern eine Division, die zum Garnisieren, zum Garnisionieren gedacht ist, zum Halten einer Provinz. Welche nehmen wir da? Nehmen wir die hier raus? Ich meine, die hier wird auch als erstes nachgeben. Dann brauchen wir eigentlich die als Reserve. Aber hier könnten wir eine rausnehmen. Dann schicken wir die schon mal hier rein. Und ab in den Hafen mit euch. Und dann... Ja, nach Shanghai können wir sie ja noch nicht schicken. Die müssen erst in der Provinz des Hafens hier eingetroffen sein. Dann machen wir das noch schnell, damit wir hier dann Shanghai absichern können, damit wir all unsere Offensivtruppen einsetzen können. So, was ist das? Bündnis beitreten wurde von Shang-Chi gefordert. Sollen wir das erlauben? Ich habe eigentlich vor, das nicht zu machen. Wie sieht es denn aus? Also diplomatisch... Moment mal, Shang-Chi. Diplomatisch haben wir uns jetzt nicht so gern. Und eigentlich haben wir ja auch ein Kriegsziel der kompletten Annexion. Das war, glaube ich, auch historisch eigentlich so gedacht. Von daher, nein, die nehme ich nicht ins Bündnis auf. Das möchte ich nicht. Ich möchte diese Gebiete für mich beanspruchen. Mit all dem Stolz und all der, der Überlegenheit, die wir uns hier zumindest gefühlt besitzen. Aber ihr seht schon hier in Shanghai, so stark ist die Überlegenheit dann doch auf einmal nicht mehr. Aber ich denke, wir kriegen das hier repariert, diese Situation. So, die verlegen hier wirklich super schnell. Daran sieht man auch schon, wie effektiv diese strategische Verlegung ist. So, auch die werden jetzt direkt nach Shanghai geschickt. Die Situation ist hier, wird immer knapper. Also ihr seht, auch hier werden wieder Truppen nachgezogen. China sendet jetzt alles da rein, was sie haben an übrigen Truppen. Dementsprechend werden wir natürlich alles dafür tun, den Gegner schnellstmöglich zu besiegen. Der Sieg im Norden wäre natürlich das Allerwichtigste hier. Das wäre wirklich mega wichtig. Vielleicht werden wir das heute noch erleben. Mal gucken. So. Okay, die erholen sich jetzt hier.
diese Truppe hier, die ist natürlich noch lange, lange unterwegs. 5 Tage und 14 Stunden. Das wird noch richtig lange dauern. Immerhin, Suju scheint jetzt hier sicher zu sein. Unsere Flieger können wir wieder zurückholen. Das ist natürlich ein bisschen erratisch hier, aber die Situation hat sich jetzt ja auch anders dargestellt. Da müssen wir eben immer flexibel drauf reagieren. Und jetzt hier mehr Truppen reinschicken. Aber wir brauchen natürlich jetzt hier einen Plan, wie wir vorgehen. Und wisst ihr was? Ich werde an dieser Stelle jetzt die Folge beenden. Die Staffel natürlich auch. Und dann werde ich mir bis zur nächsten Staffel mal überlegen, wie wir diese Situation hier gelöst bekommen. So viele Gegner sind es ja gar nicht. Und es sind, glaube ich, auch alles recht schwache Vorlagen, die gar nicht so viel Truppen beinhalten. Ich glaube, das sind so 12er Breiten Divisionen oder so. Also wir sind wesentlich stärker mit unseren Infanteriedivisionen, aber haben halt nur eine davon. Plus diese kleine Panzerdivision. Und zukünftig natürlich noch diese Division, aber die ist ja noch im Aufbau. Die ist auch nur ein Fünftel so stark, wie sie sein soll. Das dauert noch. Dementsprechend müssen wir hier einfach warten. So, wir haben eine Reserveflotte übrigens, sehe ich noch. Ein neuer Zerstörer. Dann schicken wir den doch schon mal gleich auf Training hier in Kriegszeiten. Das ist, denke ich mal, auch okay. Gut, liebe Leute, das wäre es erstmal. Hier im Norden sind wir fast durchgebrochen in der einen Provinz. Und dann werden wir hier unterstützen und hoffentlich schnellstmöglich hier auch zu einer Entscheidung kommen. Ihr seht nämlich schon, diese gemischten Divisionen, die haben schon ganz ordentliche Verluste und die besitzen leider nicht so viel Moral, also Organisation. Dementsprechend ist das hier gegen diesen erfahrenen General Sun Lijian ein harter Kampf, aber wir kriegen sie so langsam. Ich glaube, wir werden das schaffen. Die Truppen leiden auch schon etwas, aber das, denke ich mal, wird trotzdem gelingen. Okay, das wär's erstmal, liebe Leute. Also, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Tastenauer sagt, ciao, ciao.